Wir können dir Wünsche erfüllen, erfüllen, erfüllen. Gibt es etwas, was du willst? Du willst? Du willst? Naja. Ich wünschte, du würdest mich hier rausbringen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Freunde. Ich wünschte, etwas anderes zu hören. Ich wünschte, es wäre komfortabler. Ich wünschte, ich könnte irgendwas angucken. Ja, vielleicht was anderes zum Hören. Ich wünschte, Musik würde spielen. Um diesen Platz weniger tot und lustlos zu machen. Okay, okay, okay. Ein weiser Wunsch. Musik kann eine verzweifelte Seele aufheitern. Dein Wunsch ist erfüllt, erfüllt. Ah, irgendwas ist unter mir aufgetaucht. Ein Grammophon. Wie mache ich das Ding an? Wow! Moment, mein Sohn! Nicht so schnell! Wie wär's mit einem Essen und einem Film zuerst? Das ist nicht, was ich meinte. Oh, ich weiß! Haha, du wolltest ein wenig zu Musik, ein wenig Platte hören, richtig? Yep. Naja, dann hast du Pech gehabt. Ich hab keine Platten dabei. Mist. Ich würde singen, wenn das hilft. Nein, nein, alles okay. Na gut. Dann nicht. Warum hast du keine Platten dabei? Warum sollte ich? Du denkst, ich bin der Einzige, der Musik macht, oder? Naja, also eigentlich schon. Das ist die Geschichte meines Lebens, Mann. Ich sitze auf diesem Schatz von komischen Ratschlägen, aber das Einzige, was die Leute von mir hören wollen, sind Platten. Okay, was für eine Schallplatte hast du vorher gespielt? Na, das war irgendwas aus Felix Schellack Sammlung. Er sammelt alte Schallplatten? Absolut. Also, wenn man sich verstaubte Musik anhört, das war seine liebste Beschäftigung. Also, zwischen dir und mir. Ich hab den Typ nie leiden können. Warum mochtest du Mr. Morton nicht? Naja, er war zu Selbstsabotage. Er hat Selbstsabotage betrieben. Das war mir ein bisschen zu viel. Er hat sich zu viel über das Gedanken gemacht, was andere denken wohl über ihn. Und außerdem hatte ich nicht den Magen, um das Ganze durchzustehen. Nicht wie du. Du brichst in andere Leute Apartments ein und vergast sie. Ich meine, lässt sie einschlafen. So Dinge halt. Du erinnerst mich an Felix Großvater. Sag, bist du zufällig mit den Mortons verwandt? Nö, nicht, dass ich wüsste. Nicht? Naja, ich dachte, vielleicht ich hab ein bisschen Ainsley in dir gesehen. Der Typ war was anderes. Ein wirklicher Visionär. Tja, kannst du mir was über Ainsley erzählen? Naja, er hat all das möglich gemacht, weißt du? In Träumen zu laufen. Er nannte es Dreamwalking. Er hat nichts in seinen Weg kommen lassen. Er ließ sich nicht aufhalten und er war ein richtiger Ladiesman, also falls du verstehst, was ich meine. Ganz anders als sein Großenkel. Also ich bin überrascht, dass er und Felix aus derselben Familie stammen, um ehrlich zu sein. Null Übereinstimmung bei den beiden. Felix hatte nie Glück mit Frauen. Also keine Überraschung. So, ja, was für einen Ratschlag kannst du mir denn geben? Ach, das ist ja nett, dass du fragst. Nein, wollte ich eigentlich nicht. Doch, du bist nett. Du hast dich gefühlt zu fragen, weil ich dir leid tue. Nein. Schau mich an. Ich kann all die Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Naja, also ich möchte jetzt nicht mit dir argumentieren, mein Freund, aber es wäre besser, wenn du mich gefragt hättest, bevor du einen Fuß auf den Teppich gestellt hättest. Also ich meine, ich hätte dir vielleicht erzählen können von der Falltür. Ich dachte, du bist besser als das, um ehrlich zu sein. Aber jetzt gibt es nichts mehr, was ich für dich tun kann. Also, sieh ihm in die Augen. Du bist am Arsch. Tja, sorry, dass ich dich enttäusche. Ach, keine Sorge, Mann. Es ist sowieso egal. Aber weißt du, ich möchte, dass du weißt, dass ich wirklich, ich mag dich. Du bist mir wirklich ans Herz gewachsen. Wirklich? Naja, du wirktest so...
so selbstsicher, als du in Mortons Office eingebrochen bist und den ganzen Kram von ihm verwüstet hast. Also, da sah ich, das ist ein Mann, der hat eine Mission, habe ich zu mir gesagt. Du hast es selbst geschafft, die Geheimtür zu öffnen, indem du mein Hebel drehst. Also, ich dachte, wir hätten da was laufen, hä? Hier? Ja? Ich meine, ich war bereit, dir zu helfen, Mann. Aber quasi dein Sidekick zu sein, dein Partner. Aber dann bist du reingegangen und bist auf die billigste Falle in der Geschichte je reingefallen. Also, und jetzt sind wir hier. Fallen in eine endlose Tiefe der Leere. Danke, dass du mein Selbstbewusstsein so geboostet hast. Kein Problem. So, und was tun wir jetzt? Naja, deine Optionen sind sehr limitiert an diesem Punkt. Ich glaube, du könntest, du könntest dich umdrehen und eine Weile auf deinem Rücken fallen. Also auf der anderen Seite. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Sag nicht, dass es nicht hilft. Tja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder runter. Gucken wir mal, ob wir mit Legion reden können. Gibt es etwas, das du willst, das du willst, das du willst? Naja, ich wünschte, es wäre komfortabler. Ich meine, ich falle hier schon für ewig runter, dann sollte es auch etwas komfortabler sein. Okay, sehr gut, sehr gut. Das ist ein sehr guter Gedanke. Dein Wunsch wird erfüllt. Dann schauen wir mal, was wir bekommen. Tja, irgendwas ist unter mir aufgetaucht. Okay. Ein Teddy? Wirklich jetzt? Hallo? Wer bist du? Bist du mein Besitzer? Mir wurde gesagt, ich soll hier auf ihn warten. Aber ich warte schon so eine lange Zeit. Ja, ich bin ein neuer Besitzer. Oh, ich bin so froh, dich endlich zu treffen. Möchtest du meinen Song hören? Also, mir wurde gesagt, ich soll ihn für jeden spielen, der ihn hören möchte. Möchtest du ihn hören? Ich habe ihn die ganze Zeit geübt, ganz, ganz hart. Ich kenne den Bären, der kommt aus einem anderen Traum. Ja, klar, fang an. Wirklich? Wirst du ihn wirklich hören? Ja. Wow, ich dachte, dieser Tag würde nie kommen. Das macht mich so glücklich. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich die ein oder andere Note eventuell etwas schief singe, okay? Nein, ist nicht schlimm. Versprichst du's? Ja, ich verspreche es. Dann werde ich ihn für dich spielen, den Song. Lass mich mal kurz... Moment. Oh, nein. Oh nein, ich habe vergessen, mich selber aufzuziehen. Oh, ich bin so ein trampliger Idiot. Nein, keine Sorge. Es ist nett, dass du versuchst mich, dass du willst, dass ich mich besser fühle, aber ich weiß, dass ich tollpatschig bin. Ich kann mir einfach nicht selber helfen. Ach, ich bin sicher, alles ist in Ordnung. Okay. Ich versuch's dann noch einmal. Einmal versuch ich's noch. Aber hör bitte nicht auf den nächsten Part. Das überhör das einfach. Es ist kein Part, kein Teil des Songs. Okay, wir können anfangen. Also, jetzt bin ich bereit, um für dich zu spielen. Okay. Ja, gut. Hast du ihn nicht gemocht? Oh, das ist schade. Ich habe die ganze Zeit so hart geübt. Ich glaube, ich bin nicht sehr gut. Aber ich gebe nicht auf. Also ich werde weiterhin üben, bis du ihn magst. Okay, gut. Dann schauen wir mal wieder runter und gucken mal, was wir uns sonst noch wünschen können. Oh, gibt es etwas, was du willst, was du willst, was du willst? Ich wünschte, ich hätte ein wenig Gesellschaft, jemanden zum Reden. Damit die Zeit hier schneller vergeht.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dein, ein sehr, sehr guter Wunsch. Also, ich würde sagen, dein Wunsch ist erfüllt, erfüllt, erfüllt. Oh, etwas Großes kommt von unten heran. Mal schauen. Na, ich würde gerne sehr früh aufwachen. Das klang irgendwie falsch. Okay. Tea Party Guests. Aha. Hallo? Oh, schau mal, Peggy. Das ist das hässliche Männerkind, was uns, ein Mickey gemacht hat. Ja, die Leers lassen auch heutzutage jeden rein. Ah, oh, scheinbar. Wissen Sie, wer ich bin? Nein, nicht wirklich. Also, ich beurteile nichts nach dem Aussehen, aber wir scheinen eine sehr komische Röhre runterzufallen. Haben Sie die schon mal gesehen? Naja, das ist eigentlich nicht der Ort, an dem wir uns sonst aufhalten. Nein. Und wie seid ihr hergekommen? Oh, keine Ahnung, also, haben Sie uns nicht hergebracht? Ah, war das nicht dein Plan von Anfang an? Nein. Dann warum hast du uns hier quasi unter Drogen gesetzt am Anfang? Das ist eine lange Geschichte. Ach, wir haben Zeit. Naja, ich habe versucht, Leuten zu helfen, aber ich glaube, ich habe sie stattdessen verdammt. Ah, guter Wille, aber schlechtes Outcome, also sprich, schlechtes Ergebnis, oder? Ist das der Grund, warum wir hier fallen? Sind wir verdammt? Ich wünschte, ich wüsste es. Kennen Sie einen Weg hier raus? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es so etwas gibt. Dieser Ort scheint sich endlos in alle Richtungen zu erstrecken. Oh, das tut mir aber leid, dass ich Ihnen Schlafpulver in den Tee gekippt habe. Naja, also ich würde mal sagen, eine Entschuldigung tut nicht wirklich was daran ändern, junger Mann. Was Sie gemacht haben, ist quasi ein Angriff. Das ist Körperverletzung. Sie hätten uns töten können. Ich weiß. Also, wenn Sie mal drüber nachdenken. Wo ist eigentlich Hedi? Also, ich meine, sie war hier noch ein paar Momente. Vor ein paar Momenten. Sie ist auf dem Weg an einen anderen Ort. Ist da noch Raum für mehr an diesem Ort? Also, ich meine, ich wäre lieber woanders als hier. Na, ich auch. Dieser Platz ist depressiv. Der macht mich so depressiv, der Ort. Oh, sorry, dass ich Sie gestört habe. Ah, Sie müssen sich für eine Menge entschuldigen, junger Mann. Ha, ja, nicht nur sich selbst können Sie dafür. Nee, Sie können nur sich selbst dafür verantwortlich machen, für dieses Chaos. Ja, endless to the left. I don't know was, aha. Ich habe ihn nie vertraut. Das heißt, ja gut, wir machen jetzt nochmal, ja, wir hätten noch einen Wunsch, noch einen Wunsch, noch einen Wunsch. Ja, ich wünschte, du würdest mich hier rauslassen. Oh, das tut uns leid, tut uns leid, tut uns leid. Wir können dir dabei nicht helfen, nicht helfen, nicht helfen. Gibt es sonst noch etwas anderes? Ja, ich wünschte, ich hätte etwas, was ich mir angucken kann. Etwas, was diesem Ort ein wenig visuelle Variation gibt. Okay, sehr schön, sehr schön. Wir verstehen Request, deine Anforderung. Dein Wunsch wird erfüllt. Erfüllt. Oh, ich sehe was. Ein Spiegel. Es ist ein kleiner Handspiegel. Er ist außer meiner Reichweite. Na, kommt er noch näher? Jetzt kann ich ihn erreichen. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber Bettler können jetzt nicht gerade quasi. Haben jetzt keine große Wahl. Gucken wir mal in den Spiegel. Ah. Moment. Hinter mir im Spiegel ist was anderes zu sehen. Kann das sein? Hallo?
Okay, ein Moment. Halte einen Moment inne, um zu reflektieren. Wer bist du? Ich bin du. Erkennst du nicht deine eigene Reflexion? Ich rede ich jetzt gerade mit mir selber? Das macht nicht gerade Sinn. Ich werde nicht lügen. Also deine Situation könnte wirklich besser sein, aber keine Sorge, ich bin hier, um dir zu helfen. Hey, wo bin ich? Du bist in dem Traum deines ungeborenen Kindes. Ist das, was ungeborene Kinder so träumen? Nicht exakt. Ungeborene Kinders Träume haben sehr viel Potenzial. Nur unsere Anwesenheit hier verändert diesen Ort. Okay, warum sollte ich dir vertrauen? Na, du solltest es nicht. Und warum sollte ich dann deinem Rat befolgen? Naja, weil du nicht wirklich eine Wahl hast. Ah, wie können wir dieselbe Person sein? Ich bin du von heute Morgen, also bevor das alles angefangen hat. Moment, rede ich jetzt mit mir selber in der Vergangenheit? So etwas Ähnliches. Tja, es wird einfach immer besser. Ja, ich sehe nämlich auch im Hintergrund hier, ist was anderes zu sehen als quasi endloser Void. Bist du einer der weiteren Tricks der Maschine? Nein. Und wie weiß ich dann, dass du die Wahrheit erzählst? Tja, das weißt du nicht. Aber du kannst dir selber nicht vertrauen. Wem kannst du dann sonst trauen, außer dir selber? Ja, wie kannst du denn möglicherweise helfen? Naja, ich kann den Platz mit dir tauschen. Moment, was heißt das? Naja, ich kann deinen Platz einnehmen und du kannst meinen einnehmen. Moment, das würdest du für mich tun? Einfach so? Also, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Naja, du übernimmst meinen Platz und gehst zurück nach heute Morgen. Alles, was passiert, wird sich zurücksetzen. Moment, alles, was passiert, seit ich aufgewacht bin. Das klingt wie ein sehr, sehr großer Preis, den ich bezahle. Naja, interessiert es dich wirklich? Du hast die Maschine nicht gestoppt. Ich habe gewonnen. Jetzt bist du hier für immer gefangen, fällst für immer in ein endloses Loch. Also ich biete dir jetzt schon einen Weg daraus an, musst ihn halt nur annehmen. Also entweder vertraue ich dir und mach quasi ein Restore auf irgend so einen Speicherpunkt von vorm Anfang. Oder ich falle hier für immer runter. Präzise. Okay, ich stimme zu. Mal sehen. Was hast du denn davon? Na, genau das. Ich komme hier raus. Raus aus was? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Nein, ich bin mir nicht sicher. Naja, möchtest du das tun oder nicht? Na, ich glaube, du bist die Maschine, die mich schon wieder versucht reinzulegen. Na, die Maschine hat dich schon reingelegt, sodass du hier reinfällst. Warum sollte sie dich nochmal verarschen? Ja, der Preis ist aber sehr hoch. Naja, aktuell sieht er sehr hoch aus, aber nach einer Woche, wenn du hier reinfällst, dann scheint er angemessen zu sein. Tja, was? Kannst du mir das nochmal erklären? Du kennst doch diese Szene in Filmen, wo sie aufwachen und merken, dass alles ein Traum war. Ja. Naja, das ist das, was ich dir anbiete. Ja, jetzt können wir sagen, ich möchte es nicht tun oder ja, machen wir. Wenn das hier jetzt ein Livestream wäre, würde ich tatsächlich eine Umfrage machen und ein Zuschauer würde sagen, ja, mach. Mir gucken ja eh nicht zu wahrscheinlich. Das heißt, ja, ich würde sagen, machen wir es.